drittes Qualifikationsspiel zur WM in China für die deutsche Basketballnationalmannschaft mit einem Ex-Frankfurter und einem aktuellen in der Fraport Arena. Und auch der Coach der Serben, bestens bekannt, Sascha Djordjevic vom FC Bayern München, im Smalltalk mit seinem deutschen Kollegen Henrik Rödl. Die haben als Spieler schon den ein oder anderen Strauß ausgefochten. Zu Beginn ging es bei den Deutschen wie erwartet über den Kapitän Robin Benzing, der Go-To-Guy in der deutschen Mannschaft, in seinem 130. Länderspiel am Ende wieder einmal der Topscorer mit 17 Zählern. Marco Simonovic, der Ex-Berliner, hatte seine liebe Mühe und Not mit ihm in der Anfangsphase, aber ein noch größeres Problem hatte die deutsche Mannschaft mit Miroslav Radunica. Der Ex-NBA-Spieler mit Treffern am Korb und aus der Halbdistanz. Mittlerweile ist er in China aktiv und der 2-13-Mann hat mittlerweile sogar den Dreier im Repertoire. 11 Zähler im ersten Viertel durch Radunica. Die deutsche Mannschaft in der Anfangsphase defensiv zu nachlässig und entsprechend waren die Serben eigentlich die ganze Zeit vorne. Als Henrik Rödl begann zu wechseln, wurde es besser im deutschen Team. Hartenstein und Giffey von der Bank brachten neue Energie und sie brachten Punkte. Dennoch lag die Mannschaft von Henrik Rödl nach 10 Minuten mit 6 Zählern zurück. Aber ab dem zweiten Viertel war es dann eine absolut ausgeglichene Angelegenheit. Isaiah Hartenstein, der 19-jährige Youngster, neben Benzing bester deutscher Spieler. Seine erste Flugeinlage und bei der zweiten, da lässt das richtig krachen, auf Anspiel von Yoshiko Saibu. Längst war es ein sehr, sehr ansehnliches, spannendes und unterhaltsames Spiel für die Zuschauer in der ausverkauften Ballsporthalle. Issi Akpina, der Ulmer, mit der Führung für die deutsche Mannschaft. Das Spiel wogte hin und her. Und dann gab es das Debüt von Isaac Bonga mit 18 Jahren, sein erstes Länderspiel, jüngster Nationalspieler aller Zeiten. Knapp 3 Minuten war auf dem Parkett, das seine beste Szene, der Rebound und der Assist. Zur Halbzeit die Serben mit einem Zähler vorne. Mike Zirbes in der ersten Halbzeit oftmals zweiter Sieger gegen Radunica, wurde zunehmend stärker und das deutsche Team zunehmend selbstbewusster. Wieder Giffey zum Korb. Henrik Rödl sah, wie sein Team absolut ebenbürtig war. Serben blieben aber dran. Hier über Jelovac. Der aktuelle Vize-Europameister ließ sich nicht abschütteln und ging zum Ende des Viertels sogar wieder in Führung durch Djokovic mit diesem Dreier. Beide Mannschaften ja nicht in Bestbesetzung, die NBA und die Euroleague-Spieler nicht dabei. Hinein ins Schlussviertel, in dem die deutsche Mannschaft zunächst einmal weiter in Rückstand geriet, weil Djokovic da weitermachte, wo er im dritten Viertel aufgehört hatte. Djordjevics Mannschaft auf der Siegerstraße. Nein, Deutschland mit ganz viel Energie, Willen und jetzt auch mit mehr Tempo. So wie hier in dieser Szene. Saibu gibt den Ball her, bekommt ihn zurück, macht den Dreier. Defensiv konsequenter, offensiv sehr locker und mit guten Entscheidungen. Die deutsche Mannschaft erspielte sich einen Vorsprung. Basti Doret mit dem schwierigen Dreier. Und noch einmal Tempo-Basketball. Die richtige Entscheidung von Akpina auf Nils Giffey. Starke Vorstellung des deutschen Teams und am Ende ein verdienter 79-74 Erfolg gegen Serbien. Der Bundestrainer Henrik Rödl, er konnte sehr, sehr stolz sein auf das, was seine Mannschaft geleistet hat. Ich bin super stolz heute. Also ich meine, man hat gesehen, jeder hat alles in die Waagschale geworfen. Lief nicht alles perfekt, logischerweise nach 3-4 Tagen Training, aber die Einstellung hat gestimmt. Wir sind in den richtigen Momenten auch ein bisschen lockerer gewesen, glaube ich, heute und konnten die richtigen Entscheidungen treffen. Riesenerfolg für uns heute. Erstmal Glückwunsch an meine Mannschaft, wirklich. Wir haben exzellent gespielt. Jeder Spieler hat seinen Teil dazu beigetragen und wir haben unglaublich gefightet.
Ich glaube, nach dem ersten Viertel, wo wir ein bisschen Probleme hatten und, glaube ich, ein bisschen mit zu viel Respekt gespielt haben, ein bisschen zu viel Angst gehabt, haben wir den abgelegt im zweiten Viertel und haben solide gespielt. Wir sind gut. Wir wissen, dass wir gut sind. Ich glaube, das müssen wir uns bewusst sein, dass wir auch Serbien schlagen können. Und deswegen nochmal Gratulation an meine Mannschaft. War eine tolle Leistung. Die deutsche Mannschaft gewinnt gegen Serbien 79-74, bleibt ungeschlagen in der Vorrunde der WM-Qualifikation, dürfte ziemlich sicher die nächste Runde erreichen und hat da auch gute Karten. Die Mannschaft präsentiert sich ausgezeichnet im Moment und dürfte auch am Sonntag in Georgien als Favorit und mit breiter Brust in die Partie gehen.